Moin Leute, was geht? Die einen oder anderen haben es vielleicht schon bemerkt. Momentan bringe ich auch ein bisschen was zu GTA Online auf meinem Kanal. Vorab, das wird auch nicht Hauptthema auf diesem Kanal werden, sondern das wird momentan weiterhin Red Dead bleiben, also keine Sorge. Das Wichtige ist natürlich das Update, was wir dort erhalten haben in GTA, nämlich das Cayo Perico Heist Update. Und ja, ich weiß, ist eine schöne Information, aber das ist auch relativ wichtig für Red Dead Online. Komme ich aber gleich drauf zu sprechen. Vorher ein bisschen Eigenwerbung, nämlich bin ich auf Instagram unterwegs. Dort könnt ihr mir gerne schreiben oder mir folgen, um halt nichts mehr zu verpassen. Link zu Instagram ist gleich direkt in der Beschreibung verlinkt. Könnt da gerne vorbeischauen. Ansonsten meine PSN-Community ist der Name auch in der Beschreibung. Aber fangen wir einfach gleich an mit dem Video. Nämlich gibt es eine Meldung, nämlich dass die Insel Cayo Perico nach Abschluss von den Raubüberfällen, wenn man diese als Anführer gespielt hat, frei zugänglich ist. Und das lässt uns natürlich ein bisschen mutmaßen, dass es bei uns in Red Dead Online genauso mit Guama kommen kann. Weil Guama ist ja im Spiel schon vorhanden. Und warum nicht? Es sind auch Dateien aufgetaucht zu Guama, komme ich gleich auch noch drauf. Denn in GTA ist es ja so, haben wir eine Map-Erweiterung bekommen. Dort eine ganze Insel zum Erkunden und so weiter und so fort. Und in Red Dead Online würde sich das halt deutlich einfacher gestalten. Denn dort müsste man halt nur Guama außer Story übernehmen und alles ist schön. Dort könnte man es auch so machen wie mit GTA, dass man halt einfach beispielsweise in Saint-Denis einfach zu einem Boot hingeht und dort einen kleinen Ladebildschirm bekommt, der vielleicht so ein paar Sekunden bis hin zu einer Minute dauert, dass man dann halt einfach den Übergang von Saint-Denis bis nach Guama hat und eventuell, dass es dann auch so aufgebaut sein wird wie in GTA Online. Dass wir Guama beispielsweise befreien müssen von irgendwelchen Leuten. Und nachdem wir das getan haben, können wir Guama frei erkunden. Kann ich mir zumindest vorstellen. Wie gesagt, es wurden halt auch neue Dateien in der Kopfgeldjäger-Erweiterung zu Guama gefunden. Und warum eigentlich Guama? Das weiß keiner so genau. Irgendwas mit Booten und so sollen halt in den Dateien aufgekreuzt sein. Da ich mich persönlich halt nicht mit Dateien und so weiter wirklich gut auskenne, kann ich halt auch nur das wiedergeben, was momentan bekannt ist. Von daher gebe ich auch keine Garantie darauf, dass es nicht so kommen wird. Denn das ganze Video hier ist mehr oder weniger eine große Spekulation, wie es weitergehen kann in Red Dead Online anhand der Fakten, die wir haben und halt dem Beispiel GTA Online, dass man dann halt einfach eins und eins zusammenzählt, was dann halt wirklich möglich wäre. Weil momentan haben wir ja die Kopfgeldjäger-Erweiterung. Diese ist relativ simpel. Und ich persönlich kann mir schwer vorstellen, dass das das Einzige ist, was wir jetzt erhalten werden in nächster Zeit. Weil der Outlaw Pass Nummer 4 geht bis Mitte März. Von daher muss da noch irgendwas kommen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir noch Erweiterungen bekommen werden zum Händler und zum Sammler. Weil das einfach die Rollen sind, welche die ersten gewesen sind. Von daher ist das halt eine Möglichkeit, wie es weitergehen kann. Und dann bekommen wir ja auch schon das nächste größere Update. Gehe ich zumindest davon aus, dass das dann Ende März bzw. Anfang Mitte April sein könnte. Wie gesagt, dazu ist nichts bekannt. Das sind halt nur Spekulationen meinerseits anhand der momentan verfügbaren Daten bzw. Hinweise und was wir alles momentan halt so wissen. Denn wie gesagt, es sind Dateien aufgetaucht zu Guama in der Kopfgeldjäger-Erweiterung. Von daher ist das Thema Guama halt wieder brandaktuell. Und da ja GTA auch eine Map-Erweiterung bekommen hat, wäre das wirklich gar nicht so abwegig. Weil, wie gesagt, Dateien wurden gefunden. Natürlich von Rockstar Guides, finde ich, ist halt schön zu wissen, dass neue Dateien zu Guama gefunden wurden.
Und das lässt halt wirklich darauf schließen, dass so etwas wie Raubüberfälle oder irgendwelche legendären Kopfgeldjagden oder beispielsweise legendären Tiere auf Guama sind und wir diese dann in Zukunft irgendwie finden können, erforschen können, irgendwo was überfallen können und so weiter und so fort. Weil, wie gesagt, Guama ist ja im Spiel schon vorhanden. Man muss es einfach nur irgendwie möglich machen zu betreten. Wie gesagt, möglich wäre ja so eine Art Schnellreise bzw. Ladebildschirm von einem Boot von Saint-Denis bis nach Guama wäre halt möglich. Und in Verbindung dazu stehen ja auch noch die Sachen, die gefunden wurden, die auf Raubüberfälle schließen lassen. Texturen von Tresoren, Gold und halt dieses 1000 Dollar Saint-Denis Bild. Ich weiß auch nicht, wie man es nennen soll. Und da kann ich mir vorstellen, dass da auch irgendwas kommen wird und dass wir dann beispielsweise noch den Wagen, also den gepanzerten Wagen mit MG benötigen, um diesen Raubüberfall abschließen zu können. Weil diesen sehen wir jetzt auch immer häufiger in Red Dead Online. In mehreren Missionen ist dieser uns schon begegnet. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass da irgendwas in diese Richtung kommen wird. Weil, wie gesagt, man kann sich ja wirklich GTA als Beispiel nehmen, dort gucken, was dort wie gemacht wurde. Und das wäre halt auch in Red Dead möglich, wie gesagt, dass man in Saint-Denis einfach zu einem Dampfer hingeht und mit diesem einfach nach Guama fährt. Würde ich definitiv sehr, sehr feiern. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass jetzt im nächsten Jahr und so etwas erwarten wird. Natürlich, wie gesagt, gibt es dazu keine Informationen, abgesehen von denen, was halt momentan durch Leaker veröffentlicht wurde. Da handelt es sich natürlich aber nur um Leaks, also keine festen Beweise. Aber die Leaker in Red Dead Online, die sind recht zuverlässig, muss man so sagen. Und von daher kann man schon hoffen, dass so etwas kommen wird. Ich persönlich würde mir das natürlich sehr wünschen, weil Guama ist einfach ein Gebiet, welches halt richtig nice ist. Und wenn wir das dann endlich im Online-Modus haben, kann ich mir vorstellen, dass halt noch viel damit passieren wird. Weil, wie gesagt, Guama bietet einfach so viele Möglichkeiten. Legendäre Kopfgeldjagden, irgendwelche Sammlerstücke, die es nur dort gibt, legendäre Tiere. Vielleicht kann man dort den Schwarzbrenner auch in irgendeiner Art und Weise weiterführen, wer weiß. Wäre definitiv eine coole Sache. Und dass man halt Guama komplett betreten kann, zumindest das ganze Teil, was man auf der Guama-Karte sieht. Also, man sieht es ja in GTA mit dem Cayo Perico Heist-Update. Dort sind auch viele Sachen sehr, sehr überteuert. Beispielsweise das U-Boot, was es dort gibt, kostet einfach mal, wenn man alles ausgewählt hat, über 9 Millionen Dollar. Und ich persönlich hoffe halt, dass es in Red Dead nicht dazu kommen wird, dass die nächsten Updates sauteuer und mehr als überteuert sind oder werden. Weil ich persönlich hätte gar keine Lust, irgendwie so 10.000 Dollar für ein Pferd auszugeben. Das wäre halt wirklich übertrieben, aber möglich ist ja bei Rockstar alles. Wir kennen sie ja mittlerweile schon. Aber wie gesagt, anhand der momentanen Fakten und alles, was wir momentan wissen, kann wirklich darauf hindeuten, dass wir im März bzw. April im nächsten Jahr halt wirklich ein richtig großes Update erwarten können. Wie gesagt, der Outlaw Pass Nummer 4 geht ja bis zum 15. März und vom Outlaw Pass 5 wurden ja auch schon Sachen geleakt, genau wie halt die Sachen über Guama und den Raubüberfällen. Das lässt halt wirklich darauf schließen, dass dann mit Outlaw Pass 5 so etwas kommen wird. Und da man jetzt ja in GTA gesehen hat, wie das umsetzbar wäre, mit beispielsweise Ladebildschirm, wie das jetzt ist, dass man nicht wirklich mit einem Boot von Saint-Denis nach Guama fahren muss, sondern dass das halt über so einen Ladebildschirm gelöst werden kann, ist halt eine Möglichkeit, um halt dahin zu kommen. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass es auch so sein wird, dass wir dann Guama irgendwie befreien oder erobern müssen, um dort ganz problemlos über die Karte latschen zu können.
Auf jeden Fall würde das dann sehr viele Leute glücklich machen, wenn einfach Guama kommt. Einfach durch das schöne Feeling von diesem richtig nicen Ort. Und so ganz nebenbei wäre es dann halt auch möglich, dass man auf Mexiko hoffen könnte, weil das wäre halt noch einfacher umzusetzen. Da könnte man einfach wirklich unterhalb vom St. Louis River das Mexiko-Gebiet fertigstellen, kann dann mit dem Boot rüber paddeln und kann dann in Mexiko einfach Mexikaner sein oder halt ein paar Überfälle machen und so weiter und so fort. Wäre definitiv auch machbar und definitiv einfacher umzusetzen als Guama. Aber ich kann mir vorstellen, dass Guama halt so das größte Update in Red Dead Online werden könnte, was es bisher gab. Wie gesagt, es handelt sich dabei um reine Spekulation meinerseits anhand der Sachen, die halt momentan bekannt sind. Und es wäre halt wirklich denkbar, dass Rockstar halt wirklich daran arbeitet und in den nächsten Wochen vielleicht uns ein bisschen über Wasser hält mit, wie gesagt, Händler- und Sammlererweiterungen noch, dass wir dort auch noch ein bisschen Beschäftigung haben, bis wir dann das richtig große Update erhalten. Und dieses große Update wird dann einfach mal das komplette Spiel einfach nochmal verbessern durch halt die ganzen Möglichkeiten, die es dann geben könnte. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann auch jede Menge Raubüberfälle auf Guama geben könnte. Wie gesagt, legendäre Tiermission, also das wäre dann halt nochmal eine komplette Erweiterung für das ganze Game-Feeling. Man könnte auch einfach mit dem Trupp schöne Bilder machen, einfach Spaß haben und Guama genießen, weil es ist wirklich eine richtig nice Location. Und ich finde es halt wirklich schade, dass man diese nicht betreten kann. Und die Tatsache, dass man in der Beta-Phase Guama betreten konnte durch Glitche, zeigt eigentlich, dass es möglich ist, nach Guama zu kommen. Und es ist auch möglich, dass wir das dann irgendwann und hoffentlich im neuen Jahr mit den nächsten großen Updates ins Spiel endlich bekommen, damit wir halt sehr viel Abwechslung bekommen. Und es wäre halt wirklich denkbar, dass Rockstar das so geplant hat. Natürlich handelt es sich um eine Spekulation, wie schon oft genug gesagt. Also man sollte jetzt nicht arg enttäuscht sein, wenn es nicht so kommt. Es ist halt nur eine Schlussfolgerung meinerseits anhand, wie gesagt, der Tatsachen und Fakten, die wir momentan zur Verfügung haben. Und durch das Cayo Perico Heist Update von GTA ist es halt wirklich denkbar, dass es in diese Richtung gehen könnte. Weil viele wünschen sich Guama, viele fanden Guama halt war der beste Teil von Red Dead. Aber was denkt ihr eigentlich darüber? Wird es kommen, sollte es kommen und hoffentlich auch mit dem nächsten großen Update, Outlaw Pass Nummer 5 und so weiter und so fort, März, April, ich hoffe es sehr, aber das soll es an dieser Stelle mit diesem Video gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und ciao.